Kreisler Grand Voyager Autotest Auto Seltsamkenzi. Kreisler hat Herrn Seltsamkenzi den neuen Kreisler Grand Voyager zur Verfügung gestellt und hier seine Eindrücke. Mit neuem Design und vielen Änderungen an der Innenausstattung hat Kreisler seinen Minifan Grand Voyager jetzt für Europa aufgefrischt. Die fünfte Generation des geräumigen Familienfans mit Schiebetüren wirkt nicht mehr so bullig rundlich wie die Vorgänger. Der gesamte Wagenkörper, die Seitenflanken und das Heck tragen die neue Straffheit. Die kräftiger gezeichnete Front mit dem Kreisler Kühlergrill deutet verwandtschaftliche Beziehungen zu Sebring und Crossfire an. Aber die wirklich entscheidenden Veränderungen findet man im Innenraum. Armaturenträger und Sitze lassen ebenfalls die Nähe zu anderen Kreisler-Modellen erkennen. Wirklich fortschrittlich ist jedoch das flexible Sitz- und Stausystem für die zweite und die dritte Reihe. Hinter Swivel & Go steckt die Idee des Großraumabteils. Die Sitze in der zweiten Reihe lassen sich um 180 Grad drehen, zwischen den beiden hinteren Reihen gibt es einen herausnehmbaren Tisch. Die Reisenden im Voyager sitzen sich dann gegenüber. Als Stoff and Go bezeichnet der Hersteller die Möglichkeit, die Sitze der zweiten und dritten Reihe, diese elektrisch auf Knopfdruck, komplett im Boden versinken zu lassen. Das hat es bisher serienmäßig in einem zwar ausgewachsenen, Länge 5,14, Breite gut 2 Meter mit Außenspiegel, Fang nicht gegeben. So verwandelt sich der Kreisler in rund 30 Sekunden von einem siebensitzigen Minifan in einen zweisitzigen Transporter. Wie bisher gibt es zahlreiche Ablagen und viel Platz für Reiseutensilien. Auch für die Unterhaltung der Passagiere ist bestens gesorgt. Der neue Grand Voyager bietet zwei Bildschirme, auf denen beispielsweise die Kollegen oder Familienmitglieder auf den hinteren Plätzen unterschiedliche Programme sehen können. Oder die Kinder in der dritten Reihe unterhalten sich mit einem spannenden Videospiel, während alle anderen Mitfahrer einen Kinofilm von der DVD genießen. Das zweifache DVD-System wird ergänzt durch ein Festplatten-Multimedia-System für Musik und Fotos mit einer Kapazität von 20 GB. Mit drahtlosen Infrarot-Kopfhörern kann jeder seine persönliche Audioquelle auswählen. Auf Wunsch ist ein Premium-Surround-Sound-System, mit mehr als 500 Watt Ausgangsleistung sowie 9 Lautsprechern und Subwoofer lieferbar. Der Grand Voyager ist vom Frühjahr 2008 an in 3 Ausstattungsvarianten erhältlich. Der Einstiegspreis liegt bei rund 35.000 Euro, die Spitzenversion Limited kommt mit Vollausstattung für rund 44.000 Euro in den Handel. Zwei Motoren stehen zur Wahl. Der 3,8 Liter V6 Benziner leistet 142 kW, 193 PS, und entwickelt ein maximales Drehmoment von 305 Newtonmeter. Das Leergewicht liegt bei 2025 kg. Der 2,8 Liter Turbodiesel bietet 120 kW, 163 PS, und maximal 360 Newtonmeter. Der Normverbrauch für den Benziner wird mit 12,7 Liter Normalbenzin auf 100 Kilometer angegeben, der Diesel kommt auf 9,3 Liter. Die Nutzlast beträgt beim Benziner 750 und beim Diesel knapp 700 Kilogramm. Den Voyager gibt es künftig auf dem deutschen Markt nur noch als Grand. Die kürzere Version wurde zwecks Straffung des Modellprogramms und zur Schärfung der Markenidentität gestrichen. Der quasi Nachfolger des Voyager ohne diesen kleinen Zusatz ist der Dodge Journey, der im Sommer für Europa in den Handel kommt und eher ein kompakter Minifan im Format des Ford C-Maxi ist.